Und herzlich willkommen, da sind wir wieder atemlos durch Breath Edge. Nee, in Breath Edge. Irgendwie so. Ja, auf alle Fälle geht's weiter. Und, da ist gar nicht viel passiert. Ich habe aufgeräumt, ich hatte ja versprochen, ich räume auf, ne? Dass, wenn ihr das nächste Mal zu Besuch kommt, dass es hier wieder ordentlich aussieht. Ja, habe auch alles vom Klo weg gemacht und habe dann noch ein bisschen was tatsächlich entdeckt. Also und zwar, ich will euch das nur ganz kurz zeigen. Ich bin hier also nicht da lang. Ich habe hier so das Übliche abgegrast. Ich habe ja gesagt, ich besorge noch ein paar Materialien, baue noch ein bisschen was und so weiter. Und dann bin ich da vorne so drüber und dahin irgendwo. Ja, ich fliege mal kurz hin. Also ich bin hier so ein bisschen drüber, ja. So, oh, das nehme ich noch mit. Nehme ich noch mit. Ihr wisst, ich kann alles brauchen. Und bin dann hier so einfach mal so drüber, ja. Und da unten, genau da ist nämlich noch eine Toilette. Also scheint irgendwie so ein bisschen das Toilettenabteil gewesen zu sein. Jedenfalls habe ich da noch irgendwie so ein irgendwas entdeckt. Und das habe ich mitgenommen. Einfach mitgenommen, ja. Überraschung, aber ich habe es einfach mitgenommen. Und jetzt kann ich wohl irgendwie so ein Geschwindigkeitsding irgendwie bauen. So, unter anderem ist noch ein bisschen mehr passiert, aber nicht so aufregend. Ich habe ein bisschen vorbereitet, so die nächsten Schritte. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ich öffne mal den. Der Koffer war eigentlich mal da, ja. Das ist aber irgendwie, wenn ich das Spiel starte, ist hier irgendwie schwerelos noch. Und irgendwann war der dann da oben drauf und dann lag er irgendwie da. Aber ich habe im Großen und Ganzen alles ganz gut aufgeräumt. Und zwar habe ich das gefunden. Ein Shawarma. Bis vor kurzem lief sie herum und nagte an der Verkabelung. Ich habe keine Ahnung, ja, was das ist. So, und dann habe ich auch festgestellt, dafür brauche ich gelbes Wasser. Ja, ich habe die Verwendung oder die Notwendigkeit des gelben Wassers entdeckt. Und ich brauche auch tatsächlich Metall. Und damit kann ich mir irgendwie so ein Geschwindigkeitsdings bauen. Ich will mal kurz gucken, ob das schon geht. Ausrüstung war das genau da. Beschleuniger. Ich tippe mal, dass ich den ausrüsten muss. Ich weiß es nicht. Ich tippe mal, dass ich ihn ausrüsten muss. So, ne, nicht fallen lassen. Und dass ich den dann immer habe, oder? Ausrüsten. So, das heißt, wir haben jetzt diesen Beschleuniger. Und das würde ja bedeuten, theoretisch, da kann ich wohl auch noch irgendwie eins mehr. Ich weiß es nicht. Und das wird ja bedeuten, dass wir wahrscheinlich ein bisschen schneller sind. Ah, guck mal, da ist so ein Boost irgendwie. Scheint mir auf der linken Seite. Das ist neu. Ne, gut, hier kann ich ja nur hüpfen. Ja, das ist neu. Achso, ich will mal, ich habe ja gerade Wasser mitgenommen. Dann will ich doch mal gerne noch irgendwie essen oder trinken. Ich habe zwei Wasser sogar. Ich glaube, ich mache mir noch was zu trinken. Das nehme ich mit. Ihr seht schon, der eine hier, der hat jetzt nur noch 8 Haltbarkeit. Ne? Deswegen habe ich jetzt mittlerweile sogar 3 von denen, weil ich den einen muss ich jetzt sowieso in Kürze austauschen. Ich habe gedacht, ich bereite das einfach schon mal vor. Dann hält uns das nicht weiter auf. So, jetzt gehen wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie beschleunige ich eigentlich noch? Ich glaube mit der Leertaste, oder? Nein, mit der Shift-Taste. So, und dann habe ich da unten noch ein Sauerstoffbehältnis gebaut, da drüben. Ja. Guck mal, jetzt sind wir nämlich viel, viel schneller. Das ist gut, aber irgendwann ist die Energie dann leer. Ist aber auch nicht so schlimm. So, das sind Retter da. Überquerungsschuttles, eine höhere Belastung, musste ja unglaublich gewesen sein. Blau? Was ist blau? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass wir da hinten auch irgendwie rein müssen. So, jedenfalls habe ich hier schon mal ein bisschen schon mal wieder so eine Sauerstoffbasis da aufgebaut, dass wir hier aufladen können. Und dann können wir nämlich mal darüber gehen. Da ist irgendwie was. Und da war noch irgendwo war noch irgendwie was. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Jedenfalls sind wir erstmal hier und können erstmal aufladen. Habe ich überhaupt so ein Nachfüllding mitgenommen? Müssen wir gleich mal gucken. Ja, habe ich. Gut. So, und ich habe gedacht, wir huschen jetzt erstmal dahin. Und guck mal. So, guck mal, wir sind ja sogar ein bisschen beschleunigt. Das finde ich gut. Das können wir vielleicht sogar noch ein bisschen erweitern. Weil hier war ich nämlich noch gar nicht. So, hier ist noch ein bisschen Wasser. Oh, ne, kann ich nicht direkt mitnehmen. So, mal gucken, was hier so ist. Ob wir hier noch irgendwie was Gutes finden. Stühle. Was ist das?
The safe is private property, and the Global Funeral Agency is indifferent to the fact of its opening. The Red Edge Global Funeral Agency. Netzhautabweichung. Und das heißt? Ah, schade. Na gut, okay. Mal gucken, was wir noch hier finden. Eine Schere nehmen wir mit. So, 48. Ich habe noch ein bisschen Sauerstoff. Habe ich noch? Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir hier vielleicht noch irgendwas entdecken. Also mir fehlt ja noch ein Scanner definitiv. Fürs eine oder andere. Und da brauchen wir noch so ein paar Sachen natürlich, um den Weltraum-Dings zu machen. So, ich glaube, ich sollte mal zurück. Guck mal, wir sind nämlich ganz schön fix jetzt unterwegs. 74, das schaffen wir also locker. Das schaffen wir locker. Dann können wir da aufladen. Bisschen Sauerstoff wieder tanken. Und kurz gleich abbremsen. Noch ein Stück. Guck mal, totales Timing mittlerweile. Klappt aber nicht immer, muss ich dazu sagen. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Also, weiter geht's. So, dann gehen wir mal nach da vorne. Da muss ja auch irgendwie was sein. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im schlimmsten Fall da die Netzhaut finden. Ich weiß nicht, ob ich die haben will. Jedenfalls tobt er da noch rum. Aber er hat da irgendwie Strom. Und ist der Kopf noch da? Ja, er ist auch noch da. The owner of the shuttle with paint. He was engaged in illegal pumping during the crash, judging by the... So, warum hält er den Strom so fest? Zap! Schmugglerauge. Was? Tada! Ja, ich weiß nicht so. Also wirklich gerne habe ich es jetzt nicht mitgenommen. Ja, ist ja nichts, was man unbedingt haben will. Aber ich hab's. Ja, was ich hab, das habe ich. Und ich denke mal, dann werden wir das da vorne bestimmt im Tresor irgendwie was finden. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ich weiß natürlich nicht mehr, wo der war. Ist natürlich klar. Ne? Also, was habt ihr auch erwartet? Ich weiß nicht mehr, wo der war. Da. Da ist er. Na. Fupp. So, jetzt sind wir doch mal gespannt. So, Netzhaut scannen. Gehen wir vorsichtig ran. Ah. Und Bleilackierung. Isolierband, was man eben so braucht. So, ich muss jetzt aber schnell zum Sauerstoff. 15. Oh, das könnte knapp werden. So, wir versuchen es. Also bevor ich jetzt Sauerstoff verbrauche, unnötig. Oh, 5, 4, 3, 2, 1 und aufladen. Ui, das war aber knapp. Das war aber wieder knapp. Ne, ich konnte es auch nicht. Ich musste das jetzt haben. So, das können wir gut gebrauchen. Wir gucken aber trotzdem noch mal, ob wir da noch mehr finden. Also Eis und so ein Kram brauchen wir ja nicht. So, Metall nehmen wir gerne mit. Ah, das könnte gerne noch, dieser Beschleuniger könnte gerne noch ein bisschen länger. Immer. Aber ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ne, das ist ja eine richtig große. Ich will ja gerne das kleine Metall mitnehmen. So, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas entdecken, was wir brauchen können. Ja, ich weiß nicht, wann ich so zurück sollte. Bei 30. Also bei 30 sollte ich ja wohl mindestens, oder? Sagen wir mal 35, könnten wir mal ausprobieren. Wir könnten es mal versuchen, auf 35 rauszu. Ich habe zur Not noch Sauerstoff dabei, es wäre also nicht so dramatisch, aber so, wir müssen uns auch ein bisschen beeilen jetzt. Also Babe ist in letzter Zeit doch verdächtig ruhig. Ja, ich kriege gar keine Nachrichten von ihr mehr. Wer weiß, ob es ihr noch gut geht. So, wo ist denn der Sauerstoff? Da. Ah, 36. Wir probieren mal. Gucken mal aus, ob das reicht. Guck mal, da oben ist auch, da leuchtet auch was. Aber wenn es da leuchtet, ist das ja... Es zieht mich hier an wie die Motten das Licht, ne? Guck mal, aber ich glaube, das war gut so. 35, so, oder? Ja, sehr gut. Also 35 sollte ich mir so als Ziel. Und abbremsen. Gut, da haben wir noch ein bisschen Ladung, haben wir da noch. Das heißt, wir können da noch... Einmal können wir da noch immer hin. Frage ist jetzt eben, so, wir gucken uns das jetzt aber trotzdem nochmal, ich gehe da jetzt aber nochmal hin und ich will mal gucken, ob ich da noch mehr finde. Da oben, das sieht aus, als würde ich da noch Kabel finden. Ich denke mal, dass ich da hinten nicht näher ran darf. Also hier ist auch irgendwo Strahlung, ist ja eindeutig zu erkennen. Oh, da ist nichts mehr, da ist scheinbar nichts mehr. Ich will da jetzt aber mal ein bisschen rum noch.
Nicht, dass wir was Wichtiges verpassen. Ich hätte ja auch gerne den Scanner. Ich finde es natürlich schade, dass wir den Scanner nicht mitnehmen können. Oder die Scanner-Technologie. Das wäre natürlich fast noch besser gewesen als die Bleilackierung. Wobei wir die wahrscheinlich auch brauchen. Aber nee, hier ist nichts mehr, ne? Hier ist sonst nichts mehr. Also nichts, aber gar nichts. Aber so richtig nichts. So wie das aussieht. 46 haben wir noch. Gehen wir da oben nochmal hin. Oh, ich will das Stück Metall noch haben. Gehen wir nochmal hin. Aber ich kann den Scanner selber, der nutzt mir nichts, ne? Wenn ich da mal gegenhau? Auch nicht. Komm, war ein Versuch. Ja, war ein Versuch. So, da oben ist noch irgendwie was. Was ist da? Ich weiß es nicht. Ist aber gar nicht so weit weg. Ja, Sauerstoff, ich weiß ich doch. Man muss das ganz aufladen. Und stopp. Na, wie viel bleibt da noch über? Aber wenn da noch 50 überbleibt, ist das gut. So, jetzt gab es hier noch irgendwo. Signal, ich muss jetzt direkt mal gucken, wo das war. Das ist das. Das ist das Feuersignal. Da oben ist noch irgendwie was. 88 weg. Komm, wir tanken nochmal ganz auf wieder. Und dann gehen wir da mal hin. Ich bin mal gespannt. Also mit dem Blei. Ich weiß nicht, ob ich da schon den besseren Raumanzug machen kann. Sollen wir da mal hin? Wir gehen da mal hin. Mal gucken, was da ist. Was mag da wohl sein? Also wie gesagt, ein Scanner wäre für uns ganz interessant. The Rescuer Spacesuits are like funerary ones, but I always wanted to learn how their flashlights work. Taschenlampe! I propose we loot the corpse for scientific purposes. So, da weiß ich ja jetzt auch endlich, wofür ich die ganzen Glühlampen mitgenommen habe. Aber irgendwas ist mir noch hier jetzt abhanden gekommen. So, jetzt muss ich mich doch mal ganz kurz orientieren. 300 Meter ist so weit weg. 172. Ist das gewesen? Ne, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Da, das ist das, was ich gesucht habe, was wir auch gleich wieder auffüllen wollen. Ja, irgendwie fehlt mir jetzt noch was. Also da war noch irgendwie einer mehr. Warum ist der wieder weg? So, wir füllen einmal auf. Oh, und laden. Das ist mir auch erst später aufgefallen, dass die sich ja richtig, die Wände, also total klasse gemacht eigentlich, so richtig detailverliebt ist das Spiel, weil die blähen sich, die ziehen sich ja richtig zusammen, wenn die leer sind. So, komm, gib mal hinterher. Mach mal voll jetzt. So, da ist bestimmt noch mehr gewesen. Also das müssen wir zumindest noch mal ein bisschen genauer untersuchen. So, das ist da. Die Frage ist, so, ich gehe mal ein bisschen hier hoch. Ob hier noch irgendwo so sichtbar, also das ist, da hinten gibt es ja so ein bisschen Erfrierungsgefahr. Guck mal, das ist alles leider noch viel zu weit weg. Da ist das. Habe ich da irgendwas deaktiviert? Gut, da hinten ist ja auch noch ein. Ein, ihr wisst schon was. Da ist nämlich auch noch ein Ballon. Der hat auch noch ein bisschen. Also der ist jetzt auch nicht mehr richtig prall gefüllt. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Guck mal, den machen wir jetzt nämlich auch leer. Ich glaube, ich müsste sogar noch einen haben, um ihn wieder aufzufüllen. Ja, habe ich sogar. Können wir hier nochmal durchflitzen? Mal von hier gucken vielleicht. Ah, dieser Boost, das wäre schon, dieser Geschwindigkeitsboost wäre schon ein bisschen. Oh Mann, ich habe jetzt richtig gedacht, wie geht da richtig ab wie Schmidts Katze jetzt, aber nein, gar nicht. Naja, besser als nix, ja? Besser als nix. So, da geht's nämlich zu dem Kern. So, was haben wir hier noch Schönes?
So, was ist das? Guck mal, hier ist richtig was los, oder? Ja, die Frage ist, können wir jetzt noch einen zweiten bauen? Es wäre wahrscheinlich, wenn mal was kaputt geht, oder was? Dafür haben wir den zweiten, oder wofür haben wir den? So, das finde ich zum Beispiel richtig gut. Da hinten ist Atemluft. Und da 200. Dann müssen wir da einmal hin. Muss ja bloß die Richtung merken. So, 35 und dann ist Schluss. Vielleicht kann man es verstecken. Ich habe aber tatsächlich auch schon probiert, ob ich nicht ein zweites Kondom anlegen kann. Also, ja, für die Atemluft. Ihr wisst schon, so ein aufgeblasenes, ja? So. Um damit vielleicht tatsächlich Sauerstoff nochmal irgendwie zu erweitern, aber es geht nicht. Wo sind wir denn gleich da? Ein Stückchen noch. So. Und einmal aufladen. Kann natürlich sein, dass uns der neue Raumanzug auch noch mal ein bisschen was bringt. Das könnte natürlich durchaus sein. So, das war jetzt, wo war das? Da hinten, oder? Da waren wir nämlich noch sonst so gar nicht. Mal schauen. So, und da ist ja auch noch was. Also wie gesagt, ein Scanner fehlt uns noch. So, ich sollte vielleicht immer nur so kleine Stöße geben. Das scheint mir sehr effektiv zu sein. So, ansonsten hat der nichts mehr, ne? Oder? Nein. Gut. Was ist jetzt hier noch drin? So, da ist nochmal so eine. So, hier, Allzweck-Tool. Oh. Oh, was zu essen. Essen ist ja jetzt nicht so schlecht. Wie sieht es denn eigentlich aus? Habe ich noch? Habe ich noch. Genau, das habe ich nämlich geahnt. Darum habe ich mich vorbereitet. Oh, hohoho, bin ich wieder gut vorbereitet. Was ist das? Na, Batterien. Naja, gut, kann man auch brauchen. Nicht so dringend, aber besser man hat, als man hätte. Ich weiß, aber wir können uns noch ein bisschen Zeit lassen. Da ist auch so ein Sauerstoffzeug. Also von daher werden wir das mal benutzen. Und wir benutzen gleich zwei davon. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Ein bisschen Zeit gewonnen. Ja, Eis ist das nur. Also in Anführungszeichen nur. Ah. So, da ist noch ein bisschen Metall. Ah ne, das ist weit weg. Das hat jetzt. War eine optische Täuschung. Ah, da ist noch einer. Und da unten ist noch Alkohol. Das werden wir bestimmt für irgendwas auch brauchen. Um was zu trinken. Oder was ist das? Wasserflasche, Wasserflasche. Das ist gut. Dann brauche ich zumindest schon mal da nichts mehr machen. So, das nehmen wir auch mit. Da haben wir noch ein bisschen so. Eis, Eis. Nehmen wir mal mit. Eis. So, da unten ist natürlich. Ja, das wird, da wird es natürlich dann interessant. Sag ich mal. Ja, da wird es natürlich dann interessant. Aber nicht so interessant. Mal, das ist weiter weg, oder? Ja. Erstmal dahin. Und ich glaube, dann gehen wir erstmal zurück. Ja, das weiß ich doch. Aber das schaffen wir locker. Schaffen wir locker. Ja, bin ja mittlerweile Weltraumprofi. Behaupte ich jetzt einfach. Und dann gehen wir mal zurück, oder? So, wo ist denn eigentlich das Shuttle? Das Shuttle ist da oben. Da ist nichts mehr. Ja, da haben wir gerade Sauerstoff aufgefüllt. Das heißt, da waren wir jetzt auch schon mal ein Stückchen weiter. Gut, da drin waren wir jetzt nicht mehr. Aber das ist jetzt auch zu weit. Ich glaube, wir gucken mal. Ich weiß nicht, was mir sonst noch so fehlt. Für irgendwas hat mir diese Bleilegierung gefehlt. Und ich glaube, für einen besseren Raumanzug, der dann wieder Strahlung aushält. Das heißt aber, wir müssten dann noch so eine Sauerstoffstation bauen. So. Jetzt muss ich direkt mal gucken, was man damit bauen konnte. Ich glaube, Ausrüstung. Taschenlampe. Eine auf der Brust, sondern sie leuchtet nicht lange. Sie entlädt sich ständig, aber wenn man sie in den Mund nimmt, werden die Wangen rot. Was
Sie, alles klar. Wir bauen uns natürlich eine, ja? Wir bauen uns natürlich eine. Jetzt muss ich direkt mal gucken. Ich glaube, das Zeug war da drin. Ne, da war was zu essen drin. Ah, das ist aber ganz gut. Da können wir hier mal ein bisschen leer machen. Wir werden gleich ein bisschen was verhaspeln, also nicht alles reinlegen. Zwei davon werden wir bestimmt brauchen. Kann ich mir vorstellen. Mal gucken. Eins, zwei. Und mal, wir trinken auch. Ich, einmal richtig zuschlagen, ja? So, dann machen wir noch eine zweite. So, Bleilackierung. Dann brauchen wir hier eine Glühbirne. Ich weiß auch nicht, was ich an Strom und so brauche. Guck mal, ich kann mir sogar auch noch ein bisschen Wasser machen. Aber wir warten jetzt erstmal ab. Ressourcen, ich könnte natürlich auch noch einmal gelbes Wasser, aber ich wüsste jetzt nicht, wofür. Nee, brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Blei extrem gefährlich, die zur Abdeckung von. So, Farbe und Blei brauche ich dafür. Blei habe ich ja noch gar nicht gefunden. Farbe habe ich auch noch nicht gefunden. Also von daher nutzt mir das jetzt erstmal nichts. So, jetzt wollte ich ja gerne eine Taschenlampe bauen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verbraten. Was ich noch brauche, das rüsten wir auch aus. So, Stoffrolle, Blei. Zweimal Bleilackierung brauche ich. Zweimal. Toll. Dafür nur einmal brauchen wir noch Glas. Und Aluminium. Aluminium habe ich ja, aber Glas habe ich nicht. Plastik hätte ich, Glas habe ich nicht. Ah, toll. Na gut. Da wollten wir noch ein bisschen Wasser, wollten wir noch machen, glaube ich, ne? Oder? Wasser bietet sich irgendwie an, dass wir noch ein bisschen, weil das ist Zeug ist ja, nimmt uns ja nur Platz weg. So. Komm, mach da noch ein und dann können wir noch einmal was zu essen machen. Ne, da fehlt uns irgendwie Glibber oder sonst irgendwie was. Das Auge, glaube ich, brauchen wir auch nicht mehr. Behaupte ich mal. Also der ganze Schrunz, den packe ich immer hier rein. So. Da ist ja ein bisschen, ich glaube, ich brauche jetzt nicht so viel Wasser. Zweimal kann da ruhig rein. Könnte noch einmal Essen da rein tun, oder? Naja, gut, ich behalte das mal. Da haben wir so die mehr oder minder fertigen Sachen drin. Ah, die Schere, so, sowas. Das ist ja auch fertig hier. Das Gummizeug nicht. So. Das weiß ich nicht. Die behalte ich nochmal. So, hier können wir ein bisschen Metall einfach mal loswerden jetzt. Nochmal. Ja, komm. Der kann auch noch rein. Und die Bleilackierung. Die legen wir da auch mit rein. Und das Gummizeug meinetwegen auch. So, und jetzt werden wir die werden wir natürlich jetzt ausrüsten. Das ist bestimmt das Ding da. So, jetzt ist die Frage, wie schaltet man jetzt wohl das Licht ein und aus? Oh, das weiß ich nicht. Da muss ich direkt nachgucken. Einstellung. Steuerung. Entschuldigung. So, Stabilisator, Left Alt, Beschleunigung, Left Shift, ja, runter, ja, ist alles klar. Da Schiffen mit F. Taschenlampe. Ah, die Mitte. Okay. Ich kann mit F schiffen. Tatsache. Alles geht, alles klar. Okay. Ich weiß zwar nicht, wofür das gut ist. Wir finden das bestimmt noch heraus. Was? Achtung, Gefriergefahr. Geht wie nochmal? Ja, okay. Ja, also. Niemals im Weltraum schiffen. So, also wir müssen jetzt. Bloß, was machen wir jetzt als nächstes? Oh, was machen wir jetzt als nächstes? Ich will mal gucken, was wir hier denn noch so für Geschichten haben. Also, wir müssten ja eigentlich schon ein paar Sachen schon abgearbeitet sein jetzt mittlerweile. Retter, Farbvorrat. Einen anderen der Sinn erreichen dort nicht hin. Vielleicht gibt es dort auch keine Strahlung. Also das wäre das Interessanteste. Ist 812 Meter weg. Farbvorrat. Hört sich hier an, als wenn da das ist, was wir brauchen. Das ist weiter weg. Das ist weniger weit weg. Gut, der Rest ist irgendwie Sauerstoff. Wir müssen mal gucken, wo das überhaupt ist. Wo ist denn das überhaupt? Ja, das ist schon da.
Das ist aber schon ganz das Ende. 674. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, da hinten tatsächlich vielleicht mal zu gucken. Getreu dem Motto, also schlimmer mehr als sterben, kann einem ja eigentlich nicht passieren. Ups, ich muss da einmal ganz kurz rein, nochmal auftanken. Und dann gehen wir mal los. Also wie gesagt, ein Scanner fehlt mir noch. Ja. So, hier kriege ich nämlich immer den Hinweis, irgendwann ja, Erfrierungsgefahr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch irgendwie... Genau. So, und dann friert auch irgendwann normalerweise der Helm so ein bisschen ein. Da seht ihr das da oben schon. Ist aber wieder vorbei. So, aber ich denke dann immer, da ist vielleicht doch irgendwas Brauchbares. Ist ja überall Erfrierungsgefahr. So, und das da sieht nämlich auch so ziemlich interessant aus. Ah, das ist immer so eine Sache mit der Neugier. So, die Frage ist, wie schnell kann man erfrieren? An automatic shuttle temperature control system. Due to the freezing of the sensors, it works at maximum power and is able to melt the coolant gel mit dem Helm zu schmelzen. Okay. Ja, ich weiß. So, hat mir jetzt nicht geholfen. Ich dachte, ich könnte da vielleicht was mitnehmen, aber war nicht. Habe ich eigentlich noch so Aufladezeug? Nee, habe ich gar nicht mehr mitgenommen. Müsste ich noch mitnehmen? Müsste ich sonst noch holen? So, aber das, der Ballon ist ja noch prall gefüllt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, aber neugierig bin ich schon. So. Was? Kleine Glas. Gasblasen, so. Ja, was soll ich machen, ne? Ich weiß ja nicht, wie schnell man erfriert oder woran man das erreiche, den Evakuierungspunkt. The marking corresponds to the water tanks. Extrahieren, Bohrer benötigt. Ja gut, das ist aber, glaube ich, nicht so ganz das, was ich jetzt wollte. Ja, das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Ja, das Ding reizt mich aber irgendwie. So, ich riskiere das jetzt einfach. Also das Ding macht ja hier, macht das den Ärger, glaube ich, oder? Aber ist nicht so, dass mir das irgendwie bei irgendwas helfen würde. So, ich habe noch 33 Sauerstoff, aber... So, okay, also das sind alles Wasser. Irgendwie. Ja, merkt das schon. Sauerstoff ist nicht unbegrenzt, das weiß ich auch. Ja, man friert so ein bisschen ein, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ist ganz schlimm. Aber ist immer noch. Zu weit weg oder was ist das? Nee, guck mal, jetzt hat es nachgelassen. Ah. Das ist natürlich alles 500 Meter, 1000, 600 Meter sind das von hier weg. Und da hinten ist Sauerstoff. Da ist auch Sauerstoff. Gut, da kann ich mir Sauerstoff holen. Und ich möchte doch gerne mal sehen. Also ich müsste mir ja ein paar von den Dingern aufbauen. Um da jetzt den richtigen Weg zu finden. 600 und meine Station ist 600 oder 82. Oh, das ist natürlich schon Ende weg. Ich will mal kurz auftanken hier. Ich will mal sehen, wie weit wir kommen. So, 96. Guck mal, jetzt sind wir schon unter 90 vom Sauerstoff. So, 80. Also wir haben ungefähr 30 gebraucht. Das heißt, wir würden die dreifache Entfernung finden. Aber das hilft uns natürlich erstmal nicht weiter. Ich müsste
Ich sag mal 300 Meter davon weg, in die richtige Richtung, müsste ich noch mal einsetzen, müsste ich noch zwei setzen. Das kriegt man ja aber hin. So. Haben wir irgendwie doll was eingesammelt? Nee, haben wir nicht. So, das haben wir. Der ist ja noch okay. Ja, ist eigentlich auch noch alles okay. Soweit. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Was brauche ich denn für so eine Sauerstoffstation? Dafür brauche ich noch dickes Isolierband und Aluminium. Das habe ich doch alles da, oder? Dickes Isolierband habe ich da. Und Aluminium habe ich auch da. Da, ne? Ja, genau. So sieht Aluminium aus. So, das heißt, ich kann mir jetzt hier auf alle Fälle so eine Station noch bauen. Dann habe ich zwei Stationen, habe ich dann. Genau. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ausrüstung. Gegenstände. Batterie, veredeltes Metall und Plastik. Batterie, veredeltes Metall und Plastik. Batterie, veredeltes Metall und Plastik. Also ich brauche ein bisschen Metall. So, Batterie brauche ich auch. Aber nicht mehr. Naja, sondern nehmen wir die mit. Warte mal. Habe ich da noch so ein... Nee, ja, mach ruhig mal einen mehr. Und Plastik brauche ich noch. So, jetzt gucken wir mal, wie wir davon bauen können. Und zwar brauche ich... veredeltes Metall brauche ich. Das eine oder andere Mal brauche ich jetzt veredeltes Metall. So, drei. Ich baue jetzt mal alle, wie ich sie bauen kann. Ah, und zu reichen. Der geht nicht mehr. Ausrüstung, Gegenstände. Ein. Also jetzt könnte ich drei bauen. Ich würde natürlich gerne noch einen mehr bauen. Man weiß ja nie. Außerdem muss ich den schon mal noch wegpacken. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Metall. Da. So, das reicht mir. Ressourcen. Einmal das. Und dann kann ich nämlich noch einen vierten bauen. Nur für den Fall, dass wir irgendwie was aufrüsten müssen. Gegenstände. So, von denen sollte ich mir eigentlich immer, sollte ich mir vielleicht auch ein paar mehr bauen, tatsächlich. So, jetzt können wir eigentlich den mal weglegen hier. Also den brauchen wir ja definitiv, den noch. Hier, vielleicht irgendwann. Nee, nicht beim Essen. Obwohl, ja, sieht ein bisschen so aus, ja. Sieht ein bisschen so aus, wie so eingerollt, wisst ihr? Die, ihr wisst schon, was ich meine. Und da kann die Batterie auch wieder rein. Die brauchen wir da nicht mehr. Wasser, Plastik können wir da nochmal reinlegen. Brauchen wir hier an der Stelle auch nicht. Und ich würde jetzt tatsächlich aber noch nee, das ist hier drin. Ich würde jetzt tatsächlich noch das mitnehmen. Guck mal, siehst du, ich habe nämlich noch mehr von denen. Ich habe schon welche gebaut. Dann nehme ich nämlich noch einen mit. Habe zwei von denen. Vorsichtshalber noch ein bisschen Sauerstoff vielleicht tatsächlich. Und jetzt habe ich eigentlich alles, was wir brauchen. Das heißt, wir bauen uns jetzt quasi so einen Weg. Das heißt, wir fliegen jetzt von der einen zur nächsten Station und bauen uns dann so auf 300 Meter Entfernung die nächste Station, dann nochmal 300 Meter. Dann haben wir da in der Nähe, wo wir eigentlich hin müssen, haben wir. Und ich kann eigentlich nur hoffen, dass der Anzug der Strahlung standhält. Ich werde jetzt nochmal was essen auch vielleicht. Bietet sich ja an. Und nochmal was trinken. So, und das gucken wir uns aber tatsächlich erst in der nächsten Folge an. Ich bin mal gespannt, ob der Plan funktioniert, ob wir finden, was wir brauchen und ob wir dann unseren nächsten Raumanzug bauen können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.